Nachdem der Iran mehr als 300 Drohnen und Raketen auf Israel abgeschossen hat, ruft UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu maximaler Zurückhaltung und Deeskalation auf. Der Nahe Osten stehe am Abgrund, sagte er auf einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. It's time to step back from the brink. It's vital to avoid any action that could lead to major military confrontations on multiple fronts in the Middle East. Civilians are already bearing the brunt and paying the highest price. And we have a shared responsibility to actively engage all parties concerned to prevent further escalation. Man wolle Israel weiter unterstützen, aber man wolle keinen Krieg mit dem Iran, heißt es aus dem Weißen Haus. Israels Kriegskabinett hat eine Antwort auf Irans Angriff vorerst vertagt. This is like a real war. This is a declaration of war, not because we are restrained and because we know the repercussions and because we have deliberations with our partners. We are considering all options and I'm quite confident that we will take the necessary steps that are necessary to protect and defend our people. We are not war seekers. Alle Drohnen und Raketen, die von Iran und Jemen abgefeuert wurden, konnten nahezu vollständig abgefangen werden. Der erste direkte Angriff in der Geschichte der Islamischen Republik Iran auf Erzfeind Israel schürt Sorgen vor einem Flächenbrand in Nahost.